Ihr wollt mehr über die Gänseküken erfahren? Dann bleibt dran. Ja, also hier, das sind die unsere Gänseküken. Haben wir gestern in der Nähe geholt. Gänsepeter, da haben wir die gekauft. Waren Eintagsküken gestern. Jetzt sind sie schon was älter. Ja, hier normales Futter, was man so kaufen kann von Doika. Und hier Wasser. Ja, das sind 7 Stück. Die sind jetzt einfach hier im Stall. Erstmal in so einem Käfig. Mit Stroh drin, einer Wärmelampe, zeige ich gleich mal, wie das aussieht. Ja, und wenn die größer sind, kommen die halt in Anhänger im Stall. Zeige ich auch jetzt nochmal und dann zeige ich das Futter nochmal. Ja, wie man sieht, jetzt habe ich mal die Lampe angemacht. Das ist so eine Lampe einfach mit so einer roten Birne. Leuchtet einfach rot, die ist warm. Und das sind halt die Gänseküken. Ich hoffe mal, entwickeln sich schön. Ja, dann zeige ich jetzt noch das Futter. Ja, das hier ist jetzt das Futter, was wir benutzen. Doika Starter heißt das für Gänse und Enten. Weil das ist Wassergeflügel und das braucht anderes Futter. Weil da was drin ist. Ich weiß jetzt nicht genau was. Ja, und ja. Dann gehen wir jetzt mal zur Wiese. Ja, also Küken habt ihr ja jetzt gesehen. Und wenn die groß genug sind, kommen die hier auf das Stück Wiese. Bis hier, das wird dann deren Stall, wo die rein können, wenn es regnet oder wenn sie Lust haben. Den haben wir mal gebaut auf so einen normalen Anhänger. Geht dann wahrscheinlich so bis hier und dann kommt hier ein Zaun quer rüber und dann können die das abfressen. Ja, ich hoffe, euch hat mein Video wieder gefallen. Am besten Kanal abonnieren, dann seht ihr auch, wie es weitergeht mit den Gänsen, wie die sich entwickeln und bis zum nächsten Mal.